Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 4. Wir sind kurz vorm Laboratorium und müssen uns hier vor diesem piependen Zeug in Acht nehmen. Hoffen wir mal, dass wir nicht reinlaufen. Und jetzt ist es weg. Hätten wir vielleicht mit der Leiter nach oben gehen müssen sollen? Ah, okay. Er ist sauber reingelaufen. Jetzt wissen aber alle, dass wir kommen. Okay. Er hat Glück gehabt, verdammt ich! Ah. In diesem Rot hier. Wunderbar. Wieder 5 Kugeln bekommen dafür. Und hier wären wir hochgekommen. Wenn wir über die Leiter gelaufen wären. Wieder Munition, wunderbar. Ich weiß, das Piepende, das war das, was jetzt bei dem Typen explodiert ist. Können wir hier irgendwas noch einsammeln? Scheint nicht so. Und da ist auf jeden Fall der Knopf, damit wir weiterkommen. Hätte ich jetzt gemeint. Ah, hier. Jawohl. Open. Perfekt. Okay, hier ist nichts. Ashley! Ashley! Da ist Ashley! Komm schon, wach auf! Fuck! Ah, sie pennt. Sie pennt viel zu tief. Ashley, befreien. Diese Geräusche gerade gehört. Ja, da kommen wir gar nicht runter. Schon hier. Oh ja. Was ist das denn? Irgend so ein Hammerboy. Das sieht mich. Ich glaube, wir warten, bis er ein bisschen näher dran ist und dann schmeißen wir die Granate in die Fresse. Wenn er sich mal bewegt, der Retzer. Der eine ist Sinn auf jeden Fall. Lad nach, schneller, Junge! Oh, das war's schon. Oh, keine Schuss mehr. Boah, fuck, wir hätten B drücken müssen. Kein Leben mehr. Lauf, Junge! Boah, scheiße. Schnell heilen. Zum Glück haben wir einen guten Heiltrank. Oh, wir sind fast voll mit unserem Leben. Hin und kick ihn. Ach komm, jetzt ging's nicht. Oh, Alter, wie er uns gibt. Und wir haben halt nur noch Schuss im. Jetzt. Ist er jetzt hin? Ja. Oh man, Leute. Finden wir hier noch irgendwas, bevor wir sie befreien? Da würde ich ja gerne rein. Hm. Na gut. Oh! Wir haben keinen Schlüssel. Dann müssen wir hier rauf. Was gibt's hier oben? Auf jeden Fall das hier. Wieder Munition, die sind aber voll. Was ist hier hinten? Grünes Kraut. Okay. Was haben wir da? Ah, er hat mich gesehen. Ich
Ja. Gut. Aha, Mann. Genickbruch Move. Das ist immer noch einer. Schade, dass man nicht so richtig die Anschlüsse hier sieht wie bei Resident Evil 2. Aber dafür gibt's den Move. Super. Gut. Schaut gut aus. Gehen wir weiter, ja. Was haben wir hier drin? Bisschen Geld. Oh, schaut's an. Was bekommen wir hier? Schrotflintenmunition, die müssen wir gleich benutzen, ne? Sonst haben wir hier drin nichts. Alles schon durchladen. Und Passeten 2000. Hier ist eine Tür. Print mir jetzt hier die Karte. Nee, die finden wir doch nicht hier in der Küche, oder? Eieiei, Leute. Puh. Ging da ein Weg? Nein, da ging kein Weg weiter. Alter Falter. Also wenn hier hinten jetzt nichts ist, oder? Hier ist echt nichts? Ah doch. Ein Seidenkristall. Oh, shitty shit. Ja, genau den, wo wir wollten, nicht wahr? Jetzt haben wir 181.000 und wird erst einmal unsere Waffe, unser Messer reparieren, unsere Schutzweste hier reparieren, den Punisher haben wir komplett aufgelevelt, dann fehlt es noch die Schrotflinte, die Sniper, ja, das Maschinengewehr und unsere heftige Waffe. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Gehen wir mal da rein. Machen wir die Schrotflinte noch mal stärker, würde ich sagen. Langsam Magazin größer. Geschmack fremder. Oh, lololol, Leute. Machen wir die Magazingröße hier. Angriffskraft hier. Nachhaltige Geschwindigkeit. Probier mal, wie sich das anfühlt. Okay, es geht weiter, Leute. Wir haben fast alle unsere Waffen ein bisschen aufgerüstet. Haben jetzt fast kein Geld mehr, aber ja, mei. Ja, es geht weiter auf jeden Fall. Unser Messer und unsere Weste haben wir auch wieder abgegradet. Oder zum Leben erweckt, sage ich mal. 100% Haltbarkeit hat sie jetzt wieder. Hä? Zwei Wege. Gehen wir da lang? Oh Gott. Oh Gott, es kommt jetzt, Leute? Wir haben doch noch gar nicht unseren X-Ray-Schuss. Ach je. Oh Gott, sollen wir hier wirklich schon lang gehen? Oh Mann. Hat er sich hinverzogen? Können wir da was drücken? Ja, erst wenn wir den Strom eingeschaltet haben, denke ich. Oder? Ach, wir machen auf einer Seite den Strom an und auf der anderen Seite ist er dann aus. Was haben wir hier? Labornotiz. Das ist halt das Zoppenduster da drüben.
Oh wei, oh wei. Man sieht so, so gut wie gar nichts. Was? Ein Rätsel? Es muss von oben reinkommen. Hä? Oh, oh, jetzt schaut's ganz gut aus. Alles klar, wir haben es hinbekommen. Okay. Oh. Ach du Scheiße. Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Boah. Oh. Okay. Wir bekommen jetzt hier irgendwo unseren X-Ray-Schuss. Ja, den werden wir brauchen, Leute. Was haben wir da? Ein Analysebericht. Da liegt was. Aber... schaut aus wie eine Schlüsselkarte. Stufe 1. Okay. Schlüsselkarte Stufe 1 erhalten, ne? Sonst haben wir hier nichts. Oh! What the fuck, Alter? Scheiße. Oh, fuck, Leute. Ich glaube, wir müssen nochmal den Ding betätigen hier. Damit wir da reinkommen. Du kleine Drecksau, du kleine Drecksau. Oh, aktivieren. Oh, scheiße. Ah. Es geht nicht. Er verfolgt uns weiter. Scheiße. Oh fuck. Ah. Fuck, 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 fucking fuck. Wie? Jetzt bin ich wieder hier? Forellenbarsch? Des einen Knarre des anderen Leid. Okay, wir sind wieder bei ihm. Oh mein Gott, Leute, hier ist echt einiges Zeugs, das wir holen müssten. Da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Da ist ein Griffrierschrank, Schatz. Oh weh, oh weh. Oh fuck. Der kleine Wichser. Oh, scheiße. Oh Mann, wie unnötig. Hoffentlich kommen wir da jetzt rein. Jawohl. Okay. Gewehrmunition, Leute. Oh, ich bin jetzt echt leicht in Panik. Müssen wir jetzt hier wieder die Karte reinstecken? Ja, müssen wir. Ist noch mal einer. Und wir haben noch gar keinen gekillt von denen. Mist, noch einer. Okay. Wo ist er? Da. Oh. Er stirbt einfach nicht. Ah. Ah. Alter Falter, ich seh nix, ich seh nix! Er lebt immer noch.
Ich habe jetzt keinen Schuss mehr. Da. Ich treff's nicht. Scheiße. Überall hat er die Dinger. Eins getroffen. Jetzt, oder? Oh. Wie viel Schuss das jetzt einfach gebraucht hat. Wir sind, glaube ich, echt an dem Ding vorbeigelaufen, die Trottel. Schlüsselkarte 2 erhalten. Das muss doch jetzt hier in diesem Gefrierschrank noch was zu holen sein. Ah, hier. Ah, dasselbe nochmal, aber diesmal ein bisschen schwieriger. Mist, nur der eine fehlt noch. Wir haben es geschafft. Jawohl. Wunderbar. Ah, Leute. Was gibt's hier drinnen jetzt? LE5? Ein anderes Maschinengewehr? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eine Pistole, eine Kugel, Munition? Oh Gott, Leute, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, hier. Kommen wir nicht rein? Was? Die Tür ist verschlossen. Und die Tür auch, weil wir hier wieder den Strom anschalten müssen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hör's, Leute. Erste Hilfespray ist hier drin. Und das Monster! Ah! Was tun wir jetzt? Verreck! Oh, da ist einer! Oh, und ich hab keinen Schuss mehr. Oh, Scheiße! Oh, raus hier, raus hier, raus hier! Da rein! Oh, lass uns das doch jetzt endlich finden! Ah, oh, Gold! Boah, er ist hingefallen, lass mich in Ruhe! Uff, Leute. Lauf, Ficker! Wow. Hier rein. Jetzt müssen wir doch da durchkommen, oder nicht? Jetzt hat er keinen Strom. Aha. Wir machen echt die Hardcore-Schmarrn, Leute. Da ist er. Oh, und der lässt mich nicht vorbei. Der Fettsack, ey. Ein kreisliger Dude. Aktiviere den Strom in der anderen Seite. Okay. Jetzt komm schon, schneller. Mach das Ding auf. Ja. Oh. Oh.
Haben wir jetzt hier irgendwas? Nur normale Gegner. Irgendwie sieht er mich nicht, der Boy. Aber jetzt. Verdammt mich. Ah. Okay. Boah, ich hab Panik, Leute, ohne Scheiß. Also. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, dass da noch einer kommt. Jawohl. Hm. Lebt er noch? Er ist hin. Okay. Da kann man sich echt nur noch den Kopf schütteln. Gott, hier sind noch mehr von den Viechern. Finde ich das Ding jetzt endlich. Gewehrmunition. Hier braucht er 3 und wir haben nur 2. Oh Mann, wie unnötig. Wie unnötig. Also müssten wir jetzt hier rein. Oh. Ja gut, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.